Basic Moves, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grundbewegungen, die dazu dienen, im Körper für Gleichgewicht zu sorgen. Und zwar in den Muskeln, in den Gelenken und im Energiefluss. Und dazu braucht es auf der einen Seite entspannungsfähige Muskeln, die loslassen können. Und es braucht auf der anderen Seite starke Muskeln für stabile Gelenke, eine gesunde Haltung und die volle aktive Beweglichkeit. Das Gute an Basic Moves ist, sie können auf alle Bewegungskonzepte übertragen werden. Los geht's! Basisbewegung Nummer 1. Aktive Füße. Schau zuerst zu. Ferse heben, Gewicht auf den Fußballen, Zehen aufgespreizt. Tief einatmen, Zehen spreizen. Ausatmen, Ferse abstellen, Zehenspitzen kommen etwas hoch. Steh nun auf und mach mit. Aktive Füße. Nimm einen Fuß nach vorne auf den Fußballen. Einatmung, spreizt die Zehen auseinander. Atme aus, setz die Ferse ab, nimm die Zehen mit hoch und spreiz sie auseinander, so dass man zwischen den Zehen die Matte sehen kann. Anderer Fuß. Stell den Fußballen nach vorne. Einatmung, spreiz die Zehen auf. Atme aus, stell die Ferse zu Boden und spreiz die Zehen, so dass man die Matte dazwischen sehen kann. Beide Füße nun nebeneinander positioniert, spreiz die Zehen und schau zu. Denn manchmal im Forest Yoga benutzen wir aktive Füße, wenn die Füße in der Luft sind. Und das kann so ausschauen. Der Fußballen schiebt nach vorne mit dem Großzehenballen voran, die Zehen sind gespreizt. Manchmal nennt man das im Yoga auch Fluent. Die andere Variante ist es, den Fuß heranzuziehen. Das nenne ich beim Unterrichten Flex den Fuß. Die Zehenspitzen bleiben trotzdem gespreizt und die Fußschaufel ist hergezogen. Stell beide Füße weiterhin aktiv auf die Matte, Zehen gespreizt. Dann ist es wichtig zu wissen, wie man Energie in die Beine bringt. Denn sobald du aus dem Bett aufstehst oder vom Sofa aufstehst, sind die Füße deine Basis und dein Fundament. Und das ist wichtig, dass dort die Energie fließt. Und im Forest Yoga wünschen wir jedem Menschen eine lebendige, starke Basis. Basic Move Nummer 2 ist Tuck Tailbone oder auf Deutsch übersetzt Steißbein einrollen oder bildlich gesprochen den Schwanz einziehen. Und das geht so, schau zuerst zu. Aktive Füße, ausatmen, steiß nach unten ziehen. Mach mit. Stell dich hüftbreit hin. Aktive Füße, die Zehen gespreizt und etwas angehoben. Beug die Knie leicht, dann ist die Beckenbewegung leichter umzusetzen. Atme ein, aktive Füße. Atme aus, zieh das Steißbein nach unten Richtung Fersen. Das ist Tuck Tailbone. Warum ist es wichtig, diese Bewegung? Es ist wichtig, die unteren Gesäßmuskeln zu aktivieren, weil das Muskeln sind, die für den unteren Rücken sehr, sehr wichtig sind, für den Beckenboden und die Hüftgelenke. Die Sache ist, du musst auch wissen, man kann diese Bewegung vor allem im Stehen übertreiben. Das ist nicht gewünscht. Das ist so ein übertriebener Michael Jackson Move. Au! Bei Tuck Tailbone geht es in erster Linie in den stehenden Positionen um ein aufrechtes Becken. Aber mit aktivem Gesäß. Der nächste Basic Move, Nummer 3, ist Telescope Ribs. Auf Deutsch Teleskoprippen. Und das bedeutet, die Rippen hochzuziehen wie ein Teleskop und zwar rundherum. Nicht nur die Rippen vorne, sondern die Rippen auch seitlich und hinten. Und das geht so, schau zu. Aktive Füße, steiß zieht nach unten. Mach nun mit. Aktive Füße, hüftbreit auf der Matte, Steißbein zieht nach unten. Du kannst als Unterstützung die Hände seitlich an die Rippen setzen, um zu spüren, was die Rippen tatsächlich machen. Du kannst sie aber auch hängen lassen, wenn es unangenehm ist in den Armen oder Schultern. Atme aus, zieh den Bauchnabel nach innen. Einatmung, zieh die Rippen hoch, vor allem an der Rückseite. Stell dir vor, die Rückseite wird breit und geht hoch. Atme aus. Bauch nach innen ziehen, die Rippen gleiten wieder nach unten. Einatmung, zieh die Rippen hoch, seitlich und hinten. Ausatmen, zieh den Bauch nach innen.
Einatmen, teleskopiere die Rippen hoch. Beim Ausatmen Schultern sinken lassen, der Bauch geht nach innen. Der Schmäh ist, wenn der Bauch drinnen ist, ist das Hochziehen der Rippen leichter. Und warum machen wir Telescope Ribs überhaupt? Es hilft bei der optimalen Atmung. Sauerstoff ist immer gut für alles, was im Körper passiert. Es dekomprimiert den unteren Rücken. Das ist super für die Bandscheiben. Und es stabilisiert unseren Rumpf und gibt uns mehr Gleichgewicht. Egal, ob beim Staubsaugen, beim Handstand oder beim Gewichtheben. Bleibt dabei! Basic Move Nummer 4 ist der Shoulder Wrap. Und es hat nichts mit Hip-Hop zu tun oder mit Essen, sondern auf Deutsch ist es der Schulterwickel. Was so viel heißt, dass das Schulterblatt um den Brustkorb gewickelt und geschwenkt wird. Schaut zu, das geht so. Aufbauend auf aktiven Füßen, Tuck Tailbone und Telescoping Ribs, nehme ich nun die Ellbogen hoch auf Schulterhöhe, Oberarme parallel und geradeaus. Ausatmung, Schultern tief, Ellbogen nach vorne in die Höhe schieben. Nochmals von der Seite gezeigt. Die Schultern kommen von hinten nach unten, Ellbogen nach vorne in die Höhe schieben und das gibt mehr Platz im Schultergelenk selbst, entlastet den Nacken und aktiviert wichtige Muskeln im Schulterbereich. Mach mit. Aktive Füße, hüftbreit. Steiß zieht nach unten, Telescope Ribs. Ellbogen kommen hoch. Zieh die Schultern etwas nach hinten, atme tief ein, Ausatmung, Schultern tief, schieb die Ellbogen nach vorne in die Höhe, Schultern bleiben tief. Nochmals, Schultern zurückziehen, atme ein, Ausatmung, zieh die Schultern tief, Ellbogen schieben nach vorne in die Höhe, Schultern bleiben tief. Entspann die Arme. Diese Bewegung werden wir oft üben. Denn sie ist so wichtig für gesunde Schultergelenke und gesunde Armgelenke im Ellbogen auch und was die Handgelenke angeht. Der Schulterwickel ist in jeder Stützposition wichtig und davon gibt es einige beim Yoga. Außerdem bei Positionen, wo die Arme über Kopf nach oben gehen. Damit nicht der Nackenmuskel kompensiert oder mehrere Nackenmuskeln kompensieren, sondern die Muskeln, die in den Schulterbereich und im Achselbereich schon so lange schlafen, wieder aufwachen und den Nacken entlasten. Basisbewegung Nummer 5 ist Active Hands oder auf Deutsch aktive Hand. Das ist genau das, was ich jetzt mache. Und genau gesagt meine ich damit Folgendes, dass der Handteller offen ist, also hier keine Mulde entsteht, sondern hier Breite, dass die Finger gespreizt sind, ohne dass die Sehnen dann an der Rückseite zu stark herauspoppen und herausstechen. Mach mit, nimm beide Hände nach vorne, Handflächen geöffnet, spreiz die Handteller auf und spreiz die Finger voneinander, Daumen weit weg vom kleinen Finger. Jetzt dreh die Finger, deine Hände kurz um und entspann die Finger so, dass die Sehnen an der Rückseite nicht mehr so krass herausstechen. Das sind aktive Hände. Und wozu sind die wichtig? Wir brauchen Platz für die Knochen, für die Muskeln, für die Sehnen, für das Stützen beim Yoga. Und das beugt zum Beispiel Problemen wie Kabaltunnel vor. Und es schafft vor allem den Ausgleich für all das Greifen im Alltag, sei das die Tastatur, das Handy, das Lenkrad, der Fahrradgriff, der Kochlöffel, das Bügeleisen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Es braucht die Gegenbewegung, also das Öffnen. Außerdem symbolisieren offene Hände die Bereitschaft, das Gute und die Süße des Lebens zu empfangen. Last but not least, die sechste Basisbewegung ist ein entspannter Nacken. Und das üben wir beim Forest Yoga regelmäßig. Und das geht so. Ein Arm zieht seitlich weg vom Körper, aktive Füße. Steißbein ist nach unten gezogen, Telescoping Ribs. Einatmung, Ausatmung, Kopf kippt weg von der Hand, die zur Seite zieht. Nun den Atem seitlich in den Nacken hineinlenken, die ganze Aufmerksamkeit dorthin führen. Am Ende die untere Hand an die Wange und den Kopf hochdrücken, damit der Nacken hier entspannt bleibt. Denn der Nacken muss das erneut lernen, locker zu sein. Mach mit! Stehe aufgerecht, aktive Füße, steiß nach unten gezogen, Telescoping Ribs.
Zieh die Schultern tief. Einatmung, zieh den linken Arm zur Seite, aktive Hand. Atme aus, Kopf kippt zur rechten Schulter, Ohr zur Schulter. Atme tief ein in den linken Nacken. Atme aus, lass den Kopf hängen. Fühl in den Nacken mit voller Einatmung. Ausatmung, zieh den Arm nur so kraftvoll nach außen, dass es ein angenehmes Dehnen ist, ohne Stechen oder Brennen. Um wieder hochzukommen, nimm die untere rechte Hand an die Wange, atme aus, drück den Kopf hoch. Das machen wir gleich auf der anderen Seite. Einatmung, zieh den rechten Arm nach außen, aktive Hand. Ausatmung, linkes Ohr zur linken Schulter. Atme tief ein in die rechte Nackenseite. Ausatmung, zieh den Arm nur so fest nach außen, dass die Dehnung in Ordnung ist und akzeptabel. Atme tief ein in den rechten Nacken. Ausatmung, Kopf hängt gelassener zur linken Schulter. Um hochzukommen, nimm die untere linke Hand an die Wange. Atme aus, drück den Kopf nach oben. Warum üben wir den entspannten Nacken beim Yoga? Weil es eine weit verbreitete Volkskrankheit ist, den Nacken zu verspannen. Ist es wichtig, da einen Ausgleich zu schaffen und die Muskeln, die zu viel kompensieren und zu fest werden, wieder zu lockern. Außerdem beugt das zum Beispiel Kopfweh oder Migräne oder einen Tinnitus vor. Das kann sogar bei Karpaltunnel Abhilfe schaffen und das klare Denken erleichtern. Und das ist für Kreativität und Pläne sehr, sehr wichtig. Entspann deinen Nacken. Zusammengefasst waren das also 6 Basisbewegungen. Nummer 1, aktive Füße. Nummer 2, Tucked Tailbone. Nummer 3, Telescoping Ribs. Nummer 4, Schulterwickel. Nummer 5, aktive Hände. Nummer 6, ein entspannter Nacken. In den folgenden Kurseinheiten werden dir diese 6 Basisbewegungen immer und immer wieder begegnen, in den unterschiedlichsten Positionen. Erobere dir diese Grundbewegungen und übe sie. Sie tun gut.